Federn mit euch, das Amt kommt zur Inspektion. Wir müssen die Bude aufräumen. Sollten die das nicht vorher anmelden? Sollte ich nicht mit George Clooney verheiratet sein? Wer ist George Clooney? Meine Rede, Herzchen. Meine Rede. Kein Frühstück, bevor der Laden nicht blitzblank ist. Ja, meine Rede. It's the Horn Nacht for us. It's the Horn Nacht for us. Sandy, warte, bleib stehen. Was rennst du so? Dann komme ich schneller an. Diese Kinder. Will, das wird Ihre Kandidatur zum Bürgermeister vorantreiben. Sie ist ein Waisenkind aus Harlem. Will Stacks schickt mich, um Annie zum Mittagessen abzuholen. Behalten Sie mich, solange Sie wollen. Sie scherzt. Wozu die Mühe? Wenn wir oft zusammen gesehen werden, werde ich Bürgermeister. Wetten, dass Sie gleich Präsident werden, wenn ich zu Ihnen ziehe? Das haben Sie doch nicht im Ernst vor. Wow. So lebt es sich also als Milliardär? Es ist sehr gefährlich, sich an den Geschmack von guten Dingen zu gewöhnen. Dinge, die gut schmecken, halten nie lang. Und dann schmeckst du nur noch was du nicht schmeckst. Hm? Tun Sie was Nettes für Annie und nicht nur für die Presse. Wirst du luftkrank? Ich war noch nie in der Luft. Aber auf der Schaukel habe ich mal gekotzt. Ich habe was für Sie gemacht. Das bin ich und das sind Sie. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Dass Sie sie mögen. Ein wahres Wunder. Wir haben Ihre Eltern gefunden. Vermuten wir. Na hey, das ist doch Anlass zur Freude. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow. Wir schaffen das schon, Sandy. There'll be sun. The sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Come on, man. Seit wann ist diese Stadt so musikalisch? Manchmal ist das, was man sucht, direkt vor einem. Hey, Mr. Will Stacks. Suchen Sie nach mir, Colleen Hennigan. Liken Sie mich auf Facebook. Wieso sollte ich Sie auf Facebook liken? Ich mag Sie ja nicht mal in Harlem. Halten Sie sich für was Besseres? Ja, ich halte mich für was Besseres. Oh.